Einen wunderschönen guten Tag. Heute gibt's wieder mal ein neues Interview von mir. Heute habe ich Sonja Volk wieder mal bei mir. Die Sonja war schon vor einiger Zeit mal bei mir im Interview. Da ging es um das Thema Wingwave Coaching und was das Geheimnis dahinter ist, vor allem wie es funktioniert und wie es unseren Erfolg beeinflusst. Inzwischen hat sie ein tolles Buch herausgebracht. Rundum gesund heißt es. Hier habe ich's und ich finde es einfach toll. Ich habe es schon gelesen, mich schon so eingelesen in einzelne Kapitel und habe einzelne Kapitel jetzt schon mehrfach gelesen. Vielen Dank, liebe Sonja, dass du dir heute Zeit genommen hast, extra persönlich bei mir im Videointerview vorbeizuschauen. Vielen Dank. Ja, guten Morgen, liebe Sandra. Erstmal vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich, ja, dass ich dabei bin, dass wir beide uns die Zeit nehmen konnten, um ein bisschen darüber zu reden. Ja, ich erzähle ein bisschen was zu dem Buch, wie es dazu gekommen ist, denn ich denke, das interessiert den einen oder anderen, weil ich das häufiger mal gefragt wurde, wie kam es denn dazu oder warum ist es nicht dicker? Das ist eigentlich momentan die Standardfrage Nummer eins. Warum ist es nicht dicker? Um das mal gleich vorwegzunehmen, das eigentliche Buch, sprich das dickere Buch, ist bereits geschrieben und gerade dabei, zur Welt zu kommen. Es ist quasi noch in den Wehen, aber es erblickt bald das Licht der Welt und das ist quasi der ja, Ankündiger, der Vorgeschmack, um so einen ersten Einblick zu bekommen, um was es denn da so gehen wird. Ja, du hast es schon netterweise verraten und auch in die Kamera gehalten. Es heißt Rundum gesund, mentales Stressmanagement für jeden Tag. Und eigentlich war ganz spannend, wie es so dazu gekommen ist, denn das ist ja ein Thema, was doch unsere Zeit heute ziemlich gut hergibt. Also sprich ein gesellschaftliches Thema, was, denke ich, wer ehrlich zu sich ist, selber von jedem bekannt ist. Sprich irgendwo Stress ist so das Oberwort. Sei es jetzt, dass ich irgendein ungutes Gefühl in mir trage oder vielleicht in meinem Arbeitsleben Stress habe oder Teamkonflikte oder mir selber Leistungsdruck mache, ne, so perfektionistisch bin oder was auch immer, kennen wir alle natürlich nicht. Nee, niemand von uns Noch ist nie gehört, Perfektionist. Nee, nee, niemand, ne? nein. Ja, und ich arbeite mit vielen Ärzten und Therapeuten zusammen und die haben mich dann gefragt, oh, können Sie nicht mal ein paar Artikel schreiben? Die müssen aber kurz sein, damit unsere Leute, die im Wartezimmer sitzen, die Gelegenheit haben, dass bis dass sie aufgerufen werden, lesen können. Ja, ich bin ja netter Mensch, der sich darüber natürlich Gedanken gemacht hat und gedacht hat, die Idee ist ziemlich cool, aber einzelne Artikelchen schreiben und die in irgendwelchen uncharmanten Plastikhüllen so ins Wartezimmer legen, nee, das geht gar nicht. Dann machen wir doch mal ein kleines, schlankes Buch daraus und auch extra so aufgebaut, wie du es jetzt vorfindest, heißt in kleinen, schnell und gut lesbaren Kapiteln. Das heißt, ein Kapitelchen sind maximal 4 Seiten. So dass ich immer sage, dass sich auch Männer zum Beispiel davon angesprochen fühlen, sie müssen keinen ganzen riesen Schinken in die Hand nehmen und das von vorne bis hinten durchwälzen, sondern können einzelne Kapitel, die einen interessieren, zum Beispiel auch punktuell lesen, so dass man eben nicht gezwungen ist, von vorne nach hinten zu blättern. Ja, du hast es schon gelesen. Die anderen, die es vielleicht noch nicht gelesen haben, den verrate ich so ein bisschen, wie das genau da drin strukturiert ist. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel aussuchen, wie ich kreativ mit Ärger umgehen möchte. Oder wie ich schnell Stress abbaue. So heißen 2 Kapitelchen. So, das heißt, wenn ich gerade dafür eine Lösung brauche, dann brauche ich mir ja nicht erst 20 andere Seiten durchzulesen, sondern kann punktuell auf die Seite blättern und es ist in sich so abgeschlossen und erklärt, dass es auch wirklich ausreicht, diese Kapitel zu lesen. Ja, jetzt hast du zumindest schon mal einen groben Überblick, wie kam es denn dazu und wie ist es aufgebaut? Vielen Dank. Es ist immer peinlich, wenn man als Interviewer fragt, wie war es denn, wie war es denn, weil das überlasse ich lieber immer den Buchschreiberinnen und Schreibern. Ja. Ich finde es toll, eben weil es so klein ist, weil es halt wirklich so handlich ist. Ich habe es jetzt einige Tage in der Handtasche mit mir rumgetragen. Ja, Mein danke. Freund hat mich immer gefragt, was liest du denn da eigentlich? Und er hat es jetzt auch schon mal angefangen, punktuell zu lesen. Gerade das Thema emotionaler Stress, was du gerade angesprochen hast, das ist wirklich ein großes, großes Ding. Jetzt habe ich natürlich in meinem Umfeld mal so rumgeguckt und rumgefragt, was für Themen interessieren euch rund um das Thema. Und ich sehe, dass immer mehr Menschen mit Burnout-Themen in meinem Umfeld sind, dass sehr viele Leute ständig das Gefühl haben, gestresst zu sein, unter Druck zu stehen. Und in deinem Buch gibt es ja auch ein Kapitel dazu, wo du über dieses Thema Regeneration und so weiter schreibst. Und ich finde das ganz, ganz, ganz wichtig. Hast du da einen Tipp, wie man sich, wie gesagt, davor schützen kann, dass man so ausbrennt?
Ja, auch das. Ich sag mal, die Diskussion, ob es jetzt Burnout wirklich gibt und in welcher Form, die fangen wir jetzt hier nicht an, Ja, genau. sondern Großes eher Thema. mal allgemein Stressmanagement, ne? Also der Titel Mentales Stressmanagement für jeden Tag sagt alles, worum es mir geht, was für den Nutzer oder den Leser nachher eigentlich entscheidend ist. Das heißt, so wie du es auch handhabst, es immer dabei zu haben, das ist eine ganz coole Sache, denn manchmal ist es so oder meistens, dass wir ja ganz viele Sachen wissen, aber sie nicht immer umgesetzt bekommen. Das heißt, als Beispiel, ich weiß, sich aufregen macht wenig Sinn, ne, ist Energieverschwendung und trotzdem tue ich das aber ab und zu. So, und wenn das nur mal, ich sag mal, eine Minute an die Decke gehen ist, ist das auch durchaus in Ordnung und auch sinnvoll, ne, einmal den Dampf rauszulassen. Wenn ich allerdings die nächsten 4 Stunden neben der Spur hänge und gar nicht mehr irgendwie runterkomme von meiner emotionalen Palme, sondern immer noch da oben dran klebe, dann ist das irgendwann uncharmant, weil es natürlich auch, wenn ich längere Zeit ein Stressthema mit mir rumschiebe, sich sogenannt somatisieren kann, also sprich auf den Körper übergeht und sich in Form von irgendeiner Krankheit oder einem Symptom zeigen kann. Von Bauchschmerzen, Kopfschmerzen oder was auch immer. So, und um dem Ganzen insgesamt vorzubeugen, sage ich mal, reicht wahrscheinlich nicht ein Kapitel, aber was so das Wichtigste meiner Meinung nach ist, allgemein Bewusstheit erstmal für sich zu entwickeln. Ne, was geht eigentlich in mir vor und sich erstmal klar zu machen, was passiert denn gerade mit mir? Also ärgere ich mich oder bin ich wütend oder bin ich traurig oder, ne, also welches Gefühl habe ich eigentlich gerade in mir? Weil die meisten merken nur, ich habe ein doofes Gefühl in mir, können es aber gar nicht so ganz klar fassen, was ist denn dieses Doofe? So, und was ich auf jeden Fall immer empfehle, ist, sich die Zeit für sich selber zu nehmen. Also aktives Zeitmanagement im Sinne von, sich mal bewusst zu machen, ich plane Zeit, um zum Arzt zu gehen, zum Friseur zu gehen, mit meinen Kunden Termine zu machen und was weiß ich, alle möglichen Sachen, die in meinen Terminkalender reinkommen. Aber für mich selber plane ich keine Zeit. Ja, Das das sehe ich wiederum. sehr häufig. Genau, das wiederum finde ich relativ fragwürdig, ob das so der richtige Weg ist. Ich sage, nein, ist es nicht. Denn wenn alle anderen Sachen und Menschen wichtiger sind als ich selber, dann verrate ich damit eine Menge über meinen Selbstwert. Nämlich de facto, dass ich mir selber es nicht wert bin, für mich selber Zeit einzuplanen. Und Selbstwert und über das Maß hinaus arbeiten oder sich später erschöpft fühlen, ne, das hängt ziemlich stark miteinander zusammen. Also auch was Prioritätensetzung angeht oder ob ich Dinge mit Leidenschaft tue oder vielleicht auch entgegen meiner Werte in einem Job arbeite, der mich eben nicht erfüllt. Auch das ist ganz häufig ein Thema, ne, was kollidiert. Ich mache das aus bestimmten Gründen, aber nicht, weil mein Herz dazu ja sagt. Und wenn ich entgegen meiner inneren Stimme auf Dauer arbeite, dann habe ich auch langfristig ein Problem. So, und deswegen sage ich, also wir fangen mal mit den Basics an, zum Beispiel den Zeitrahmen, den setzt sich jeder selber, aber jeden Tag mal Zeitrahmen X für sich selbst einzuplanen. Und dann höre ich natürlich immer, wie stellen sich das denn vor? Ich habe so viel zu tun, ich habe Kinder, ich habe einen Job, ich habe was auch immer. Und da sage ich immer nur, Mentales wird Reales. Also wenn ich mir schon sage, dafür habe ich keine Zeit. Selektive Wahrnehmung besagt, ich nehme nur das wahr, wovon ich überzeugt bin. Heißt, wenn ich schon davon überzeugt bin, ich habe keine Zeit oder ich nehme mir keine, was ja die durchaus bessere Formulierung wäre, ja, dann ist auch klar, dass ich das so zeigen muss. Das heißt, wenn ich fest einplane, abends von 21:30 Uhr bis 21:45 Uhr ist meine Zeit für mich. Dann könnte man ja auf so Ideen kommen, Leute, die mit einem Papierkalender arbeiten, eine schöne bunte Farbe zu nehmen, nämlich seine Lieblingsfarbe. Und da mal dieses Fältchen zu schraffieren oder Zeitplanung oder Zeit für mich reinschreiben. Wenn das für andere nicht so auffällig sein soll, empfehle ich einfach nur schraffiert diesen Hintergrund, dass es deutlich wird. Oder ne, die modernere Variante am PC, Handy, was auch immer. Auch da gibt es Farbauswahl oder sonst was, Zeitblocken. Denn ein Vorteil ist, dass wenn man den einmal fest geblockt hat, dann kann man auch nicht sagen, sie ist nicht da. Ne, wie mit einem Kundentermin auch. Wenn man um 10 Uhr verabredet ist, dann ist man auch um 10 Uhr da. Und Genau. so ist das mit der Zeit für sich selber eben auch. Und das ist ein ganz kleiner Baustein von vielen, die erstmal, ich sag mal so, im Außen wirklich dann auch umgesetzt werden können, also sprich im Terminkalender vorgemerkt werden. Und was ich dann mit der Zeit mache, ob ich da vorm Fernseher sitze oder die Füße hochlege und aus dem Fenster gucke, Gänseblümchen pflücke oder mit meinen Kindern was mache, das ist völlig egal. Hauptsache, es entspricht meiner inneren Überzeugung und mein Herz sagt ja dazu. Heißt, dass ich Bock darauf habe, auf gut Deutsch. Da sehe ich einen großen Punkt. Viele Leute tun nämlich tatsächlich einfach nur das, was von ihnen erwartet wird. Das ist leider wirklich so, ja. Definitiv.
Habe ich in meinem Bekanntenkreis so ein bisschen rumgefragt und ich habe eine liebe Freundin, die gemeint hat, ja, wenn da nur eine Rechnung rumliegt, dann habe ich sofort ein schlechtes Gewissen, dann habe ich sofort ein Stressgefühl, dann habe ich sofort so eine Stressblockade am Start. Und auch dazu habe ich in deinem Buch was gefunden, weil das Thema Stresserinnerungen, also Stress, der vielleicht schon vergangen ist, ja, oder Stress, der eigentlich gerade gar nicht so präsent ist, weil die Rechnung ist ohnehin erst in 2 Wochen zu bezahlen, ja. Das ist mir wirklich aufgefallen. Das hat mir wirklich eine Freundin erzählt, die meinte, das ist so stark in ihr, dass es das ein richtiges Problem darstellt. Hast du da eine Gegenmaßnahme, wo man jetzt sagen kann, weißt du was, das könnte man lösen? Auch dazu natürlich gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine stelle ich gleich mal kurz vor, die Butterfly-Methode. Die ist auch in dem Buch nochmal ausführlicher beschrieben. Ausführlich und trotzdem kompakt. Ich sage immer, du hast es ja gelesen, ich rede und schreibe ganz gerne auf den Punkt. Das heißt, keine 25 Seiten vorgeplänkelt, sondern doch sehr Klartext. Ne? Weil ich denke, einfach und Klartext versteht jeder und dann weiß man auch, worum es geht und was einem helfen kann. Das ist so für mich das Wichtigste, dass die Menschen Mentaltools bekommen, mit denen sie sich jederzeit selber helfen können. Ne? Das heißt, dass sie nicht zwangsläufig auf jemand anders angewiesen sind, sondern dass sie sich jeden Tag, ne, selber mit bestimmten Techniken eben helfen können, dass es einfach so läuft, wie es laufen soll. So, um deine Frage nochmal zu beantworten, das ist häufig so auch in meinen Coachings, egal ob es sich jetzt um eine Rechnung handelt oder um Stress im Büro oder mit dem Partner, mit dem es gerade nicht so läuft oder die Kinder, die so extremst anstrengend sein oder was auch immer. Das Thema ist immer, das hatte ich ja in einem anderen Interview auch schon mal kurz erzählt, dass man ausholen muss, wie unser Gehirn funktioniert, um sowas zu erklären. Ja. Und zwar ganz stark vereinfacht ist es so, dass der Mensch 2 Hirnhälften hat, eine linke und eine rechte. Links für den Verstand und rechts fürs Gefühl. So, und das Thema an der Sache ist, dass Verstand und Gefühl nicht immer Hand in Hand gehen, sondern häufig gegeneinander arbeiten. Das heißt, der Verstand weiß, naja, ich müsste jetzt mal das und das tun oder einfach mal die Füße hochlegen oder entspannt damit umgehen. Und das Gefühl sagt, kriege ich aber nicht hin. So, das heißt, trotz besseren Wissens, was wir aus Büchern, Seminaren, Vorträgen oder woher auch immer haben, handeln wir manchmal anders. Und da kommt dann das, was du sagtest, dieses Stressgedächtnis ins Spiel. Und zwar gibt es bei uns im Gehirn im limbischen System, also in unserem Gefühlszentrum, einen Bereich, der nennt sich Amygdala. Das sind so die Alarmglöckchen unseres Nervensystems. Die bimmeln immer dann, wenn denen das bekannt vorkommt, emotional. Also das bedeutet, Beispiel, du hattest als Kind vielleicht mal, nehmen wir mal irgendein an den Haaren herbeigezogenes Beispiel, im Dunkeln Angst. So, 20 Jahre später, du sitzt irgendwie in einem Meeting und auf einmal ist Stromausfall, dunkel, keine Ahnung, und du kriegst ein komisches Gefühl in der Magengegend und hast keinen blassen Schimmer, warum. So, dann hat man natürlich die Möglichkeit, jetzt in meinem Fall zum Beispiel mit diesem Myostatik-Test herauszufinden, womit hängt denn dieses mulmige Gefühl in der Magengegend überhaupt zusammen, weil wenn ich es mir rational nicht erklären kann, dann stehe ich ja erstmal vor einem Fragezeichen. Und da komme ich dann eben an so Auslöser möglicherweise aus vergangenen Tagen, wo ich eben irgendwas erlebt habe, wo mein Körper Angst gehabt hat. Und wenn dieses Angstgefühl als Beispiel mit Dunkelheit verknüpft ist, dann ist das diese Erfahrung auch in meinem limbischen System abgespeichert. Und dann reicht ein Auslöser, also ein sogenannter Trigger von außen, der mich daran erinnern kann. Das ist so ein bisschen wie wenn du mit der Maus über deinen PC fährst und genau den Icon erwischt, auf dem diese Erinnerung drauf ist. Und in dem Moment, plopp, geht alles wieder hoch und das blöde Gefühl von damals ist wieder da. Das heißt, spontan kann ich aus der Ferne natürlich nicht sagen, was deine Freundin erlebt hat, warum die Rechnung da irgendwas auslöst. Aber es könnte eine von vielen Möglichkeiten zum Beispiel sein, dass es irgendwas mit Glaubenssätzen über Geld zu tun hat. Ne? Kann ich mir gut vorstellen, ja. Die schnellste und einfachste Variante ist natürlich, mal zum Wingwave-Coaching zu kommen, zu gucken, was sind wirklich die Ursachen, um dauerhaft das Thema nicht mehr zu haben, heißt, um es für immer aufzulösen. Was ich aber selber tun kann, damit es mir in der Situation erstmal besser geht und ich erstmal wieder abschalten kann, um in einen entspannten Zustand zu kommen, ist ja erstmal, ich muss das blöde Gefühl irgendwie so weit runterdrosseln, dass ich wieder, ich sag mal, normal denken und atmen kann. Ja, genau. Das ist das dafür größte Problem. Ne? Diese Angstlähmung, ich fand es ganz interessant, wir haben telefoniert und sie meinte ja, diese Angstlähmung, die dann eigentlich entsteht, das ist das Schlimmste für sie, ne? Genau. Na, also das heißt, wir sind so ein bisschen außer Gefecht gesetzt, sobald wir ein ungutes Gefühl haben. Das heißt ja auch nicht umsonst im Sprachgebrauch, die Angst lähmt.
Oder bei einer Freude im umgekehrten Fall, es reicht sogar so weit, die Stärke, die da frei wird, dass es sogar zu einem Freudensprung reicht. Ja, das heißt, es geht in beide Richtungen. Und wenn man sich das bewusst macht, dann weiß man zum Beispiel, warum Mentaltraining funktioniert. Mhm. Ja, Menschen sagen immer, ja, ich weiß ja gar nicht, ob das für mich funktioniert. Da sage ich, die haben mir dann vielleicht vorher schon erzählt, vor was sie alles Angst haben oder was alles so passiert ist. Mhm. Was in eine Richtung funktioniert, das heißt, ich denke über Horrorszenarien nach, ne, was alles sein könnte. Das funktioniert zum Glück auch in die andere Richtung. Also heißt, was im Positiven alles sein könnte. Das Thema ist nur, dass der Mensch dafür eher aktiv was tun muss, um die positiven Dinge sich bewusst zu machen. Heißt, vom Unterbewusstsein es wirklich ins Bewusstsein, also in den klaren Verstand, in die Aufmerksamkeit zu holen, um damit arbeiten zu können. Mhm. Um jetzt also erstmal ein Stressthema, welcher Art auch immer, aufzulösen, kann man Folgendes machen. Und zwar kreuzt man die Arme. Jetzt weiß ich nicht, ob man das... Müssen wir wahrscheinlich ein bisschen nach hinten rutschen. Mal gucken. Dass man es merkt. So ungefähr. Ja, genau, jetzt sieht man es. So, und dann nachher abwechselnd auf den Oberarmen tappen. Und zwar machen wir Folgendes dabei. Derjenige, der das Thema hat, überlegt sich vorher erstmal, wo in meinem Körper kann ich das denn fühlen, dass mich das lähmt oder dass mich das in irgendeiner Weise unangenehm beeinflusst. Das kann sowas sein wie ein mulmiges Gefühl im Bauch, ein Kloß im Hals oder ein ich kriege keinen Ton mehr raus Gefühl, wo auch immer. Also wir gucken, wir machen einen sogenannten Bodyscan, wo im Körper merke ich das denn? So, und wenn ich das schon mal weiß, wo in meiner Wahrnehmung, also ich nehme mal das Beispiel Kloß im Hals, dann fange ich an zu tappen, also die Arme zu kreuzen und mich bewusst auf das Unangenehme zu konzentrieren. Also wenn ich traurig bin, mir bewusst zu machen, dass ich gerade traurig bin und ich weiß das in dem Moment, ne? Dann warum das so ist. Oder wenn ich mich über meinen Chef geärgert habe als Beispiel und ich bin gerade auf meiner emotionalen 180-Palme, ne? Ich bin einmal so nach da oben gegangen, dann weiß ich ja, dass ich gerade wütend oder ärgerlich bin. Also spüre ich rein, wo sitzt die Wut oder der Ärger und dann geht's los mit Tappen, immer mit dem Fokus auf, was mich denn geärgert hat. Was weiß ich, dass der mich komisch angeguckt hat oder den Satz, den der gesagt hat oder wo das stattgefunden hat oder was auch immer. Also ich mache mir bewusst, was mich daran eigentlich geärgert hat. So, und dann klopfe ich so lange, bis dass ich merke, dass sich das somatische, also dieses körperliche Gefühl verändert und aufgelöst hat. Am Anfang wird das erstmal schwächer, das heißt, der Kloß wird vom Gefühl her zum Beispiel etwas kleiner. Und dann ist er vielleicht auf einmal ganz weg. Das ist so das Ziel, was wir erreichen wollen, dass diese körperlichen Reaktionen und diese Angstlähmung, wie du es gerade nanntest, dass das aufhört. Und dann bin ich ja erstmal in einem, sagen wir mal, neutralen Zustand, um dann überhaupt erst in Richtung positiv wandern zu können. Denn so von Doppelminus auf Doppelplus sofort funktioniert nicht. Ne? Das heißt, ich gehe über neutral, um dann in den Plusbereich zu kommen. Und das ist eine sehr, sehr wirksame, wenn auch häufig unterschätzte Möglichkeit, weil ich sage immer, die Arme hat man immer dabei. Das heißt, das kann man immer und überall machen. Ne? Die psychologische Hausapotheke für zu Hause und unterwegs. Das heißt, wenn ich das nicht in der Öffentlichkeit machen möchte, weil es sieht ja schon ein bisschen merkwürdig aus, dann kann ich mich immer noch mal auf die Toilette verziehen oder in einen anderen Raum. Oder spätestens, wenn ich abends zu Hause bin, um dann Mentalhygiene für den Tag zu machen und quasi alle Situationen nochmal durchzuchecken, die den Tag über nicht so gelaufen sind, wie ich das eigentlich haben wollte, und die dann im Nachhinein zu bearbeiten. Das finde ich einen super Tipp. Vielen Dank, liebe Sonja. Ich werde das sofort an meine Freundin weitergeben. Ich werde ihr das Video schicken, weil ich weiß genau, dass das, ist so ein Punkt, über den ich ständig mit ihr spreche. Und das ist einfach, wenn ich mir das so anhöre, und ich habe es ja auch im Buch gelesen, ich habe ihr dann gesagt, du musst das Buch einfach mitnehmen. Ich borg sie jetzt mal für eine Woche. Und dann meinte sie, naja, sie weiß jetzt nicht. Ich hoffe, sie weiß es dann nach unserem Video. Aber ich habe auch ein paar Kolleginnen und Kollegen in meinem Umfeld, da hat man echt so den Eindruck, die sind immer total tiefenentspannt. Die haben kein Lampenfieber, die regen sich über keine schwierige Situation auf. Die haben manchmal auch den Eindruck mir gegenüber, dass sie überhaupt gar keine Emotionen haben oder zeigen. Jetzt habe ich bei dir gelesen, dass diese Menschen vermutlich ihre Emotionen eher so auf Knopfdruck steuern können. Und das fände ich jetzt irgendwie auch ganz cool, wenn ich das könnte, wenn ich jetzt vor, keine Ahnung, vom großen Podium stehe, dass ich dann nicht nervös herumgackere. Ne? Das wäre natürlich toll. Und auch dazu steht ja was in deinem Buch. Ne? Das muss ich aber noch lesen.
Emotionsmanagement auf Knopfdruck, glaube ich, ist das Kapitelchen, auf Ich glaube, das so du heißt es, anspielst. ja. Ja. Da habe ich kurz beschrieben, was man eben selber tun kann, um mit seinen Emotionen, ich sage jetzt mal, klar Schiff zu machen oder besser klarzukommen. Zum Beispiel das Beispiel, was du angesprochen hast, Lampenfieber. Die Frage ist nicht, ob derjenige es hat, sondern wie stark der andere es feststellt. Es kann sein, dass der innerlich auch völlig nervös ist, aber der zeigt es nach außen nicht und strahlt mehr Ruhe aus. Was natürlich, wenn einer Ruhe ausstrahlt, auch wieder in Resonanz mit den anderen gehen. Das heißt, die werden auch automatisch ein Stückchen ruhiger und ne, alles ist irgendwie entspannter für sich. So, und da ist es so, das wenden ja ganz viele Leistungssportler an und das sage ich auch mit allen Teams oder Einzelsportlern, mit denen ich so arbeite. Das nennt sich Ankern. Ne? Das ist einer der tollsten Möglichkeiten, also ein bestimmtes positives Gefühl an eine bestimmte Körpergeste zu verknüpfen. So, genauso wie es zum Beispiel Anker gibt. Ich gebe dir ein praktisches Beispiel, damit man sich das besser vorstellen kann. Das Lied, auf dem man sich kennengelernt hat. Oh, gutes Beispiel, ja. Oder, was weiß ich, das Lieblingsferienziel. Das sind Erinnerungen, die ja sofort plopp machen und da entsteht ein Bild und ein Gefühl zu in unserem Kopf und in unserem Körper, ne? So, das heißt, was in eine Richtung funktioniert, sagte ich vorhin schon, funktioniert zum Glück auch in die andere. Also alles, was ich doof abrufen kann, kann ich mit bestimmter Bewusstmachung eben auch zum Positiven abrufen. Und das ist da ausführlich beschrieben. Das würde jetzt hier so ein bisschen den Rahmen sprengen, aber da ist ausführlich beschrieben, wie man das macht. Also wenn ich zum Beispiel jetzt Souveränität und Ruhe gerne hätte vor einem Vortrag, dann könnte ich mir ja vorher Souveränität und Ruhe an irgendeine bestimmte körperliche Geste festmachen, nenne ich es mal. Und wenn ich das dann brauche, auf Knopfdruck abrufen, indem ich genau diese Geste mache. Also als Beispiel die Finger zusammen mache oder was weiß ich, die Hände ineinander lege. Also es ist gar nichts Auffallendes, damit das auch nach außen hin nicht auffällt, sondern du stützt jetzt gerade dein Kinn auf, ich greife das mal auf. Das hätte jetzt sein können, dass du da zum Beispiel die absolute Ruhe dran speicherst. Und jedes Mal, wenn du dann das Kinn aufstützt, du dich dran erinnerst und dieses Gefühl sofort da ist, ah, ruhig. Na, und so funktioniert das mit ganz vielen Zuständen. Man kann das mit Power machen, mit Freude, mit Spaß, mit Ruhe, mit Gelassenheit, mit welchem Zustand auch immer. Und den kann man dann in bestimmten Situationen eben punktgenau abrufen. Dann weiß ich jetzt, wo die Leute hier ihr Special Mojo versteckt haben. Ich dachte mir immer schon, wie gibt es das? Die geht da raus vor 2000 Leuten und ist total ruhig. Das habe ich nicht so ganz. Ist bei mir, da muss ich noch ein bisschen trainieren. Das darf sich ändern. Ich wollte gerade sagen, da kann ich mich noch viel entfalten in die Richtung. Darf noch viel Luft, darf ich noch viel machen. Ich wollte gerade sagen, liest du das Kapitelchen mal durch und Ja. wenn du das für dich umsetzt, dann läuft's damit auch besser. Super, ich danke dir für deine wertvollen Einblicke und natürlich auch für deine Zeit, die du uns ja heute im Video geopfert hast, quasi, dass du uns die halbe Stunde gegeben hast, dass wir reinblicken durften in dein Gerne. Thema. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wenn dich die Menschen jetzt toll fanden, wovon ich jetzt mal ausgehe, wo können sie dich denn im Internet besuchen? Ich hätte jetzt fast gesagt überall, nein, also auf den wichtigsten Kanälen. Ich habe eine eigene Homepage, www.r-volk-reich.de. Auf Facebook natürlich auch, sowohl mit einem privaten als auch mit meiner Fanpage-Profilseite. Das heißt, wer da zum Beispiel auf Gefällt mir klickt, kriegt auch jeden Tag einen Mentaltipp des Tages Oh, oder super. irgendwie eben auch ja, einzelne Tools, Übungen, die man so für sich umsetzen kann, um quasi gar nicht immer selber daran sich zu erinnern oder erinnern zu müssen, sondern quasi von mir erinnert wird, macht doch jenes und dieses nochmal bewusst und tue dieses und jenes dafür. Das sind wirklich Sachen, die man so in einer Minute zwischendurch machen kann, die aber die Lebensqualität extremst nach oben pushen. Ne, und ja, dann YouTube-Kanal, da kann man natürlich auch schauen, da gibt es eine Live-Demo zu bestimmten Themen, Interviews. Also wer meinen Namen googelt, wird auch fündig. Das finde ich super. Ich danke dir ganz herzlich. Und du hattest mir vor unserem Gespräch noch gesagt, im Moment ist ja in den Medien leider das Thema Flugzeugabsturz ganz, ganz präsent und die Menschen würden ihre quasi Energie sehr stark auf das Negative lenken. Und ich dachte mir, das machen wir jetzt nochmal als Extra-Frage hinten dran. Vielleicht kannst du dazu nochmal ein paar Worte quasi ausschmücken.
Ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, je mehr Aufmerksamkeit oder je mehr Energie ich auf ein bestimmtes Thema fokussiere, desto größer wird es. Na, also in der klassischen Konditionierung mit Tieren zum Beispiel, da kennt man das, wo man immer sagt, ne, wenn man irgendwas gut gemacht hat, soll es gelobt werden oder so. Heißt, man verstärkt das Ganze. Sondern auch da funktioniert Polarität wieder. Es geht in beide Seiten. Das heißt, wenn ich nicht selber davon betroffen bin, macht es meiner persönlichen Meinung nach nicht ganz so viel Sinn, jetzt die nächsten 7 Tage in jedem Chat auf Facebook seinen Senf dazu zu geben und irgendjemanden, das geht eh nicht, persönlich anzugreifen oder da noch ganz, ganz viel zu schreiben, denn alles, worauf ich meine Energie richte, verstärkt sich. Und so schade das ist, aber die Menschen werden leider nicht wieder lebendig, auch wenn ich da noch so lange drüber quatsche. Das heißt, ich würde schauen, die Energien positiv zu bündeln, also in eine Richtung zu denken, die hilfreich ist auch für die Zukunft, ne? Also eher lösungsorientiert zu schauen und nicht an Schuldzuweisungen oder sonstigen Dingen festzukleben, denn das ändert an der Tatsache leider nichts mehr, ist daher meiner Meinung nach die falsche Energiebündelung, sondern eher in Richtung Lösung und auch zu schauen, was kann ich für mich tun, was kann ich für meine Emotionen tun. Und wenn ich betroffen bin, ganz ehrlich, dann habe ich, weiß Gott, andere Sorgen, als auf Facebook darüber zu posten, sondern dann gucke ich erstmal, dass ich mit meiner Trauer, mit meiner Wut oder was auch immer da ist, selber klarkomme. Und für mich auch eine gewisse Trauerzeit und Umgangszeit damit habe und dann an anderen Themen arbeite, ne? Danke dir. Das ist auch etwas, was ich gesagt habe. Ich werde garantiert keinen Kommentar zu dem Thema posten, weil ich es einfach nicht richtig finde, weil es mir nicht zusteht, denke ich. Also es ist nicht Das mein ist ein Thema. spannendes Stichwort. Ich sage immer, ne, jeder hat ja eine unterschiedliche Landkarte, sprich in seinem Leben unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Und jeder kann ja nur das schreiben aus seinem Erfahrungsschatz heraus. Und ich weiß nicht, ob es uns zusteht, groß was dazu zu sagen oder beurteilen zu können, wenn wir die Menschen alle nicht kannten. Und dann zu sagen, warum jemand irgendwas oder warum nicht. Ganz ehrlich, nee, Energie von raus und ne, kümmert euch um positive Dinge. Damit, glaube ich, kommt man ein ganzes Stück weiter. Ich danke dir für das wunderbare Schlusswort, liebe Silvia. Sonja, das ist echt ganz, ganz witzig. Eine liebe Freundin von mir, die Silvia, der schicke ich nämlich jetzt tatsächlich das Buch. Ich habe die Ah, Pre-Märchen okay. vorbereitet, das ist die Sehr mit. gut. Die Silvi kriegt es jetzt. Dein Buch geht also nach Belgien und kommt dann hoffentlich bald wieder Ja, zurück. sehr schön. Bumerang, ne? Alles Ja, Gute kommt absolut. zurück. Ich wollte gerade sagen, ich mache das immer wieder und verschicke immer wieder mal ein Buch an Freundinnen und Freunde rund um die Welt. Und das geht jetzt an die Rund um Silvi. gesund, rund um die Welt, ja? Rund um die Sehr Welt, genau. In gut. diesem Sinne sage ich herzlichen Dank und ich hoffe natürlich, dass auch unsere Zuseherinnen und Zuseher rundum gesund bleiben mit unserem Buchtipp des Tages quasi. Und natürlich auch freue ich mich schon auf das nächste Buch und hoffe, dass das natürlich auch wieder in den Amazon-Charts landet. Ne? Das, Ja, natürlich. Ich ja, arbeite natürlich. mit Hochdruck daran und jeder, der das jetzt hier gehört hat und sagt, okay, bin ich doch möglicherweise auch von betroffen, der sei herzlich aufgefordert, zu dem Buchhandel seines Vertrauens zu gehen, das dort zu bestellen. Natürlich auch möglich über Amazon oder über meinen Verlag, die Edition Forsbach oder eine E-Mail an mich selber. Also wie auch immer, auf jeden Fall zu sagen, für sich zu sorgen und schon mal den ersten Schritt damit anzufangen, doch schon mal ein bisschen mehr Bewusstsein zu schaffen, um dann einfach für sich die Lebensqualität nach oben zu ziehen. Herzlichen Dank. Und damit befreue ich mich auch, wenn unsere Zuseherinnen und Zuseher einen Kommentar hinterlassen unter diesem Video oder eben ein Däumchen hoch dazu machen. Es würde mich riesig freuen. In diesem Sinne, herzlichen Dank, viel Erfolg und bis bald. Danke. Ciao. Dankeschön, liebe Sandra. Tschüss. Ciao.